Ich habe überhaupt nichts gegen den Feminismusbegriff, deswegen Feministin oder Feminismus sagt man nicht, halte ich für falsch. Aber es ist eben das, was der Großteil der Gesellschaft über Feminismus denkt. Und ich glaube, dass das Buch versucht, eine Antwort darauf zu geben, warum man Feminist oder Feministin vielleicht doch sagen sollte und kann. Ich halte es für wichtig, dass Männer das Buch auch lesen. Ich halte es nicht für ein Frauenbuch. Es ist nicht von Frau für Frau und es ist nicht ein, es steht Feministin drauf, deswegen betrifft es nur Frauen. Ich glaube, dass Männer sich durch das Buch vielleicht auch mehr bewusst sein können, wie ein Leben von einer Frau aussieht. Wie ein Leben doch auch von einer Frau, die eigentlich privilegiert aufgewachsen ist, noch von Diskriminierung geprägt ist. Ich glaube, dass Feminismus ohne Kapitalismuskritik überhaupt nicht auskommt. Ich glaube, dass Feminismus auch ohne ein Hinterfragen der Strukturen, wie sie gerade sind, generell überhaupt nicht auskommt. Und da geht es überhaupt nicht nur um Männer, Frauen. Es reicht einfach nicht, dass Frauen sagen, wir wollen zu 50% mitspielen in der Welt, in der wir jetzt leben. Es muss viel tiefer gehen. Die Welt, in der wir jetzt leben, muss anders sein.